Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 5 Guardians. In der letzten Folge haben wir ja dem Gebieter ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und das tun wir ja auch immer noch, denn er wird uns so lange keine Unterstützung zukommen lassen, bis wir ihm nicht geholfen haben, seinen Krieg hier einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen. Und dafür wollen wir mal ein bisschen sorgen. Das ist alles unersetzlich. Und die Allianz will all das für ihre Ziele opfern. Wo wir gerade von Zielen sprechen, der Konstrukteur kommt nicht von sich aus zu uns. Also los! Ja, genau. Ich gehe in den Tempel. Im Innern informieren Osiris. Den suchen wir nämlich. Wir suchen immer noch nach dem Konstrukteur. Sackgasse. Commander Palmer, ist das wirklich der richtige Weg? Ja, es ist der einzige Weg dadurch. Vielleicht gibt es ja ein verstecktes Schloss oder sowas. Seht euch um, Osiris. Einer kleinen Blutsfelder-KI würde ich mal behaupten. Oder Maschine möchte ich dazu nicht sagen, weil ich glaube, die können schon alle selbstständig denken. Aber naja, ich weiß nicht, wie ich ihn sonst halt beschreiben soll. Was haben wir denn hier so? Whale, was sind das für Wandbilder? Sie bilden eine Begräbniszeremonie der Vor-Allianz-Singhili ab. Wir sind die ersten Menschen, die das je zu Gesicht bekommen. Finde ich nice. Hier steht Mikano Nitomo. Hier huldigen sie zu Füßen der Götter. Die sollen mir die Sprache auch beibringen. Ich will das auch können. Oh, falscher Knopf. Was haben wir da dann stehen? Hier steht Shinoi Kyoise Yonju. Leben, Tod, auf ewig wachsam. Interessant, hier ist doch eine Frage. Wer hat Anspruch auf diese Ehre? Niemand hat Anspruch darauf. Ehre wird verdient. Ha, du fängst an, die Sengheli zu verstehen. Nein, ich glaube nur nicht, dass irgendwer Anspruch auf irgendwas hat. Hat er nicht ganz unrecht. Seine Ehre muss man sich wirklich verdienen, finde ich. Genauso wie den Respekt anderer Leute. Ohne das, bin ich der Meinung, hat man das alles nicht verdient. Weil einfach das in die Schuhe. Dr. Hausi meint, wir würden den Konstrukteur gleich dahinter finden. Vielleicht gibt es ja einen verborgenen Mechanismus. Weil das einfach alles in die Schuhe gelegt zu kriegen, finde ich ein bisschen blöd. So. Ich bin der Meinung, wir gucken mal, was das Ding hier ist. Das muss es sein. Irgendwas tut sich. Ja, irgendwas. Ein Tor öffnet sich vielleicht. Es funktioniert. Dr. Hausis Koordinaten sind hinter der Tür. Los, Osiris. So. Ah, Promethianer, toll. Was macht ihr denn hier? Alter, die sind ja schlimmer als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Achtung, der Kraken ist noch da. Sehe ich, Commander. Gar nicht so schlimm. Haben wir noch ein bisschen Action. Gebiet an alle Geschwader. Der Kraken zieht sich zurück, nicht nachlassen. Sieht nicht wie ein Rückzug aus. Helfen wir, die Sache zu beenden. In die Luft! Greifen wir sie an! Da bin ich voll dabei. Gebieter, nähern uns in Blutsväter, Phaetons. Ausgezeichnet. Nehmen Sie die Allianz unter Beschuss, Spartans. Sehr tapfer, Spartans. Aber wie sieht Ihr Plan aus? Der Kraken ist zu stark gepanzert. Wir müssen also rein und den Generator zerstören. Dann kümmern Sie sich drum. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Luftkampf hier. Das kann ja endlich mal ein bisschen spannend werden. Oh. Jetzt ist mal Ruhe da oben. Ah, was heißt da oben? Uah, Entschuldigung. Alter. Alter. Wie viele Banshees haben die denn noch? Waffe überhitzt. Ich wollte das Mädels und Jungs, haut die Dinger hier weg. Konzentriert den Beschuss aufs Deck. Schafft uns Platz, damit wir landen können. Ja, du bist lustig. Die Soldaten gehen, wenn ich die ganze Zeit auf die Nase kriege hier. Jetzt ist mal Ruhe. Boah. Ich schalte die Geschütze komplett aus. Ich habe keinen Bock, dass die Dinger wieder besetzbar sind.
könnte das jetzt ein bisschen was dauern, bis wir da drauf landen. Au! Mach einen Abflug. Genau deswegen wollte ich die Dinger komplett ausschalten. Au, alter Vater. So. Wir sorgen dafür, dass hier keiner mehr in irgendein Geschütz reinkommt. Gegen den... Ah, genau so ging das. Ich habe halt wie gesagt noch ein bisschen Fallout gespielt, deswegen ist die Steuerung gerade ein bisschen komplizierter für mich als sonst. Das könnte jetzt ein Problem werden. Aber es gibt kein Problem, was wir nicht lösen können mit ein bisschen Ausdauer und Verstand. Ich mache jetzt das ganze Ding komplett, zerlege ich in alle Einzelteile hier. Kannst du aber voll einen drauf setzen. Kann ich noch ein bisschen tiefer gehen, bitte? Aua! Jetzt mal Ruhe. Angesagt. Mein Gott, nee. Das erste Mal, wo ich den bekämpft habe, muss ich zugeben, habe ich gedacht, dass wir ihm einfach die Beine wegschießen und der Rest macht die Schwerkraft. Aber so easy war es dann leider doch nicht. Da musste man dann ein bisschen was mehr machen. So, haben wir jetzt alles? Sind die jetzt alle gesäubert hier? Keine Geschütze mehr, die uns auf den Wecker gehen können? Oh Mann. Landet auf dem Kraken. Los. Ja, ja. Sobald ich hier ein bisschen aufgeräumt habe, gehe ich runter. Sit! Attacke! Männer und Frauen! Hau ab, Elite! Sehe ich. Ich bin an Bord des Kraken. Schade, jetzt war ich gerade bereit, ihm aufs Maul zu hauen. So, dann wollen wir mal nach unten. Wir werden das Ding hier schön fein säuberlich alles klar machen. Danke sehr für die Munition. Die hatte ich ein bisschen was nötig. Oh. Der Generator ist ganz unten. Also runter. Ja, ich bin auch schon dabei, alte Meckerliese. Es geht nach oben. Nach oben? Ach so, weil ihr hinterher gesprungen seid. Ah. Da haben wir ein paar Banshees. Ich glaube, die sind gleich gar nicht so verkehrt. Ach, das wollen wir mal sehen. Immer weiter runter. Der Generator sollte unter dem Hangar sein. Mist. Ach, ihr und eure blöden Plasmaschilder. Hier ist der Generator. Schieß ein paar Mal drauf und dann verschwinde von da. Ja, ja, wir wollen ja ein bisschen runter. Wir möchten uns den doch auch genau ansehen. Ich möchte ja, wenn schon, wissen, auf was ich schießen soll. Das ist also der Generator des Kraken, Entschuldigung. Versucht es! Oh, schade. Ich hab gedacht, der Beschuss von dem Feind wird ein bisschen größer. Feuer! Der Treffer am Generator. Es klappt, sie geraten in Panik. Kurze, konzentrierte Feuerstöße. Generator ausgeschaltet. Raus da! Der Kraken stürzt gleich ab! Ach, was du nicht sagst. So, alle Mann ab in die Banshees und dann nix wie raus hier, bitte. Ich glaube, wir verlieren gleich unsere Teamkameraden, wenn ich ganz ehrlich sein darf.
Vale ist draußen, Buck ist draußen. Wo ist Tanaka? Oh Gott, Tanaka, lauf! Tanaka! Wir wollen uns ja jetzt auch schon ansehen, wie das Ding einen Abgang macht. Tanaka! Nein! Nein! Wir haben dabei einen Spartan verloren. Sieg! Gut gemacht, Spartans! Yay! Gute Arbeit. Der Kraken ist hinüber. Zeit für den Konstruktor. Ja, Tanaka ist auch hinüber. Soll er in der Blutsväterstätte sein. So, da wollen wir rein. Gemein, wir haben Tanaka verloren. Hey. Die Tore von den Blutsfeldern finde ich immer noch sind mit die geilsten. Wir bremsen mal ein bisschen ab. Nice. Klasse Vale. Sie springt erstmal voll daneben. So. Okay, wo ist dieser Konstrukteur, den wir suchen? Seht euch mal um. Ich würde mal behaupten, der kommt nicht so einfach mit, wie wir das uns wünschen vielleicht. Hm? Ah. Die gefällt mir besser. Haben wir jetzt hier noch was? Hoch. Schrotflinten. Da nehme ich mir mal eine von mit. Irgendwas ist passiert. Es ist eine Karte der Region. Das da ist der Wächter. Ich bin mir aber nicht sicher, womit er verbunden ist. Hübsche Lichtshow. Aber wo ist der Konstrukteur? Konstrukteure reparieren Zeugs, richtig? Machen wir was kaputt. Was sollen wir denn kaputt machen? Am Hologrammsockel hat sich was getan. Sie muss hunderte von Quadratkilometern groß sein. Sieht wie Glas aus. Dann drücken wir doch mal das Glas, wollte ich sagen. Komm schon, wir haben Arbeit für dich. So haben wir schon. Oh Gott, wir kriegen Besuch. Überfall. Sie sind sauer, weil wir ihren Konstrukteur stehlen. Sichert das Gebiet. Haben sie halt Pech gehabt. Diese Penner. Ich liebe diese Schrotflinte. Schluck das. Und bleib sind sie. Ich weiß noch nicht mal, womit wir hier schießen, aber ist mir egal. Ich möchte mir gerne noch so eine Granate und ein bisschen Munition für die Schrotflinte gleich mitnehmen. Die Teile muss ich echt als erstes immer weg haben, weil die, oh Gott. Und ihn hat's zerlegt. Ach, ist das herrlich. Weil die mir sonst immer die Gegner reparieren und da habe ich keine Lust zu. Ach, ich wollte ihn von hinten backstabben hier. Ja, geh doch. Er ist tot. Wer ist der Nächste? Bleibt nur einer. Der da. Den habe ich auch. So, waren hier oben nicht die Schrotflinten? Hey, wo kommen die Dinger denn jetzt her? Egal. Ich wollte die Schrotflinte haben. Einmal, zweimal, dreimal und... Opa. Asch und Sicht. Nein! Männerboden, brauche Unterstützung! Hallo, hilft schon mal einer? Danke, Tanaka. Weiter geht's. Wieder auf den Beinen, danke. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel hält der denn noch aus? Aua. Jetzt kommt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ey. Panzerungsausfall. Gesichert. Commander Palmer, wir haben den Konstrukteur. Bereit für die Extraktion.
Sehr gut, Spartans. Gebieter, bereit zum Rausholen. Ich schicke Ihnen ein Schiff, Spartans. Sehr schön, danke sehr. Endlich mal eine Abholmöglichkeit, mit der ich gerne fliege. So. Na dann. Alle ab in den Phantom und weg hier. Immer knacken meine Arme, tut mir leid. So, wir sind wieder zurück. Auf zur Jagd. Tja, wir sind anscheinend, würde ich mal behaupten, startklar für die nächste Runde. Wenn er den Wächter aktiviert, greifen wir Sonaya an. Warte doch auch mal auf mich. Spartans, der Konstrukteur arbeitet wie geplant. Könnte aber eine Weile dauern. Parma sucht nach Ihnen. Na, dann gehen wir doch mal zu unserer Parma. Sorgen Sie nur dafür, dass wir Luftunterstützung haben. Alles ist vorbereitet. Wir werden beginnen, wenn der Konstrukteur soweit ist. Das Kalibrieren könnte Tage dauern. Dann fangen wir ohne an. Ich habe zu lange gewartet, um diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Ich habe echt das Gefühl, dass der Gebieter ganz schön alt geworden ist. Von der Stimme her fühlt sich das zumindest so an. Commander, Mission abgeschlossen. Dr. Halsey hat den Konstrukteur. Gut, Osiris. Sobald Halsey sich um den Konstrukteur gekümmert hat, können die Leute des Gebieters zu Nyon angreifen. Und ich bringe sie weg. Gut, dann können wir jetzt Halsey Bericht erstatten. Dann können wir vielleicht sogar schon ins nächste Gebiet aufbrechen. Osiris, sehen Sie sich das an. Ich verwende diese Struktur, um die Aufnahme von Meridian in den Konstrukteur zu laden. Okay. Wenn ich das Signal gebe, sollten Sie bereit sein. Sind bereit, Doktor. Entspannen Sie sich. Es könnte Stunden dauern. Ich nehme alles zurück. Er ist auf dem Weg nach Sonaion. Er bewegt sich Gebieter, in Richtung es wird Zeit. Tja, dann mal auf nach Sonaion. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Naja, hätten wir wahrscheinlich schon, aber... Dann ist der Konstrukteur weg. Wird die Allianz fallen. Zeng Helios wird frei sein. Der hat ein nettes Schwert. Sie wissen, wie ich die Spartans erschuf. Ich tat es zum Wohle der Menschheit. Doktor, wir haben keine Zeit. Cortana besteht aus einer Matrix meiner Gedanken. Die Domäne verleiht ihr gewaltige Macht. Verstehe. Spartan Locke! Halten Sie sie auf. Aber bitte... Bringen Sie John zu mir nach Hause. Das kann nur John selbst entscheiden. Ich weiß nie, wie ich den ansprechen soll. Soll ich ihn John nennen oder den Master Chief? Ich glaube, ich bleib bei John. Dann wisst ihr wenigstens, wen ich meine. Obwohl eigentlich weniger, aber egal. Osiris, vor mir. Sind alle bereit? Ehrlich gesagt... Tanaka, ich würde dich gerne noch um einen Gefallen bitten. Sagst du ein paar nette Worte? Wir haben es weit gebracht. Aber der Weg ist noch lang. Springen wir ab, wie wir es gelernt haben. Und treten wir in ein paar Ärsche. 90 Sekunden bis zum Absetzpunkt. Und sobald wir zurück sind, geht die erste Runde auf Bart. Gefällt mir, wenn er immer bezahlen muss. Wenn wir das hier überleben, kaufe ich die ganze verdammte Kneipe. Das wäre vielleicht doch nicht verkehrt. So oft wie du einen ausgeben musst, wird das sonst ganz schön teuer. Feuerteam Osiris! Grünes Licht! Auf zur Säuberungsaktion, Freunde. Da kommen Sie! Mir nach! Zielt auf die Luftabwehr! Sichert die Landezone! Für Sankt Helios! Für Cortana! Keine Ahnung.
Ich wollte einfach mal mitmachen. Aber da wir keine Elite sind, musste ich mir was anderes einfallen lassen. So. Tja, aber wie wir es schaffen, die Geschütze auszuschalten und wie schwierig das hier vielleicht noch wird, das sehen wir alles erst ab der nächsten Folge. Denn unsere Zeit ist leider wieder zu Ende. Wir kümmern uns auf den Weg um die Luftabwehr. Und nicht vergessen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lassen könntet. Und ansonsten verabschiede ich mich. Nein, noch nicht ganz. Ansonsten, wenn ihr was zu bemängeln habt, das darf ich nicht vergessen, gerne ab unten in die Kommentare damit, halt wie immer. Und jetzt verabschiede ich mich dann hiermit. Macht's gut. Ciao.